Ja, liebe Wienerinnen und Wiener, ich befinde mich hier im Rathaus, im sogenannten Roten Salon, ein Raum, der für die Geschichte unseres Landes, unserer Stadt von ganz besonderer Bedeutung ist. Warum? Hier in diesem Raum hat die konstituierende Sitzung der provisorischen Staatsregierung den Startschuss für die Zweite Republik gegeben. Am 13. April war die Schlacht um Wien beendet. Wenige Tage später, am 27. April 1945, haben sich hier im Roten Salon die Vorstände der drei österreichischen Parteien getroffen. Das war damals Dr. Karl Renner, Dr. Adolf Scherf, Leopold Kunschak und Johann Koplenig. Und sie haben hier die Unabhängigkeitserklärung Österreichs unterschrieben. Vor allem die Loslösung vom Deutschen Reich, die Eigenständigkeit Österreichs ist damit zum Ausdruck gebracht worden. Zwei Tage später, am 29. April, hat hier die erste Sitzung der provisorischen Staatsregierung stattgefunden. Und von hier aus sind auch die Vertreter zum gegenüberliegenden Parlament gegangen, um deutlich zu machen, jetzt gibt es wieder ein freies Österreich, ein unabhängiges, demokratisches Österreich. Der Zweite Weltkrieg war noch nicht beendet. Es war ein deutliches Signal dafür, wohin sich unser Land entwickeln wird. Dieser Raum ist ganz eng mit diesen historischen Ereignissen verbunden. Und es erinnert mich immer sehr stark daran, dass es Menschen gegeben hat, die ihre Gesundheit, ihre Freiheit, oft auch ihr Leben dafür gelassen haben, dass wir in einer Demokratie leben können. Millionen Menschen auf der Welt beneiden uns um diese Situation. Das muss uns auch bewusst sein. Demokratie ist eine Form des Zusammenlebens, die wir uns aber täglich auch erkämpfen müssen, dafür eintreten müssen, deutlich machen, dass wir uns zu einer Demokratie in einem gemeinsamen Europa bekennen. Ich bin glücklich, in einer Demokratie leben zu können und ich bin stolz, hier in Wien Bürgermeister sein zu dürfen. Sind wir stolz auf unser Österreich? Sind wir stolz auf unser Wien? Es lebe die Republik!